Hallöchen, ihr Menschen, da sind wir wieder. Wieder eine Folge, eine neue Folge von Newcomer TV, dem Musikmagazin aus der Region. Hier stellen wir junge, dynamische Bands vor, die wir alle in der Musikhalle Portstraße für euch aufgezeichnet haben. Und wir gehen zurück zur zweiten Newcomer TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße. Und ich möchte euch eine Band vorstellen, die ihr vielleicht schon kennt und schon auf zahllosen Konzerten in der Region gesehen habt, nämlich Casual Friday. Und die Jungs machen Pop, Rock, Alternative, Independent und so weiter. Und ist auch so eine Art Britpop irgendwie im Sound. Seid gespannt und vor allen Dingen tanzig drauf. Hier kommt von euch, nein, für euch, nicht von euch, aber für euch, Casual Friday. Sitzt der wunderbare Matt, Sänger, Komponist, Gitarrist von Casual Friday. Hallo Matt. Hallöchen. Wie geht's dir? Ja, schönes Wetter draußen hier bei dir am Gig spielen. Du hast auch das tolle Hemd an. Ja, dachte ich extra ein bisschen sommerlich heute, auch wenn wir hier drin sind. Das nächste Mal dann bitte draußen. Ja, also gerne, aber du weißt ja, wie es ist. Also weil mit elektrisch verstärkten Bands ist viel komplizierter, draußen was zu machen, als mit Singer-Songwriter. Absolut. Du bist ja auch unglaublich unterschiedlich aufgestellt. Einerseits tourst du alleine mit dem Klavier, dann hast du irgendwelche Akustikduos, dann hast du seit 2014, glaube ich, deine Band. Genau. Wie hat sich Corona, wie hat das dein Leben verändert als Musiker oder kannst du immer noch spielen? Ja, wir sind vor allem erstmal froh, dass es überhaupt jetzt wieder ein bisschen losgeht. Ne? Wir am Sonntag spielen wir ja auch wieder bei dir in der Sommerwerft auf dem Festival tatsächlich mal wieder ein richtiges Konzert. Wir haben jetzt viele so Streaming-Konzerte gemacht und
Ja, Corona war natürlich für uns ein Schlag, vor allem deswegen, weil wir mit Casual Friday im April eine New York-Tour gehabt hätten, eine kleine. Nein. Absolut, im ja. Ernst jetzt? 6-7 Tage. In der Bronx. Bronx wäre auch dabei gewesen, ja. Absolut, ja. Ja. Mann. Und ja, das war halt ziemlich doof. Auch im März hätten wir Nick Chester supported im Schlachthof. Das war schon so der erste kleine Schlag. Dann, wie gesagt, die New York-Tour, total furchtbar. Ich meine, kleine Tour, aber als Indie-Band in New York spielen, was gibt's Geileres? Und ja. Vor allen Dingen, wenn man kein Hotel hat. Ja, genau. Nee, das hatten wir schon geregelt, ja, alles. Sehr, sehr dumm. Und dann ist das so scheibchenweise immer zum nächsten Gig gekommen. Dann, das Festival fällt auch noch aus. Und ja, irgendwie ist man aber da jetzt schon so den Sommer in so einem Tran drin. So, alles komm, ist ausgefallen. Ist scheißegal, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Asking everyone if they knew the one I'm on. In the end, I have to say we were dating yesterday, but it didn't feel the same again. I was just attracted by its sound. Erlebst du so? Also was bedeutet für dich Musik? Also was, wenn du jetzt, kannst du dir ein System vorstellen, wo das alles so kompliziert wird, dass die ganze Kultur zusammenbricht und du auch noch nicht mal mehr, also wie jetzt in Berlin mit den Chören, die dürfen noch nicht mal mehr singen. Ja, also ich meine, was kannst du dir was vorstellen? Also was würde also da passieren? Leben ohne Musik wird es nicht geben. Ich war auch erschrocken jetzt gerade mit Chören, dass da heißt in Hessen bis Januar 21 kein Chorgesang und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt schon so vorhersehen kann. Es geht nicht ohne Musik und das wird sich irgendwie, ich habe jetzt gesehen, Rockkonzert im Hotel, die Band hat das ganze Hotel gebucht und die Fans waren in jedem einzelnen ja, Zimmer. Ja, habe ich auch gesehen. Saugeil und es gibt Methoden irgendwie auch Rockmusik wieder ans Publikum zu bringen und ich bin nicht begeistert von so einem Hotelkonzert, aber wenigstens ist der Rock oder ist die Musik, ist die Live-Musik, das Festival, der Festivalgedanke ist nicht tot.
Begeistert. Auf jeden Fall eine coole, geile, sehr tanzige Band, diese Casual Fridays. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf die Jungs gewonnen oder habt jetzt Bock auf die Jungs und besucht sie einfach mal im Internet und geht vor allen Dingen, wenn es dann wieder losgeht, langsam geht es ja wieder los, auf die Konzerte dieser jungen, fantastischen Band. Eine weitere Band möchte ich euch heute vorstellen. Schwarze Vögel sind in ihrem Logo und sie singen und spielen und sind fantastisch drauf. Es ist eine eingeschworene Mannschaft, die noch gar nicht so lange zusammen Musik macht. Ich glaube seit 2018, aber ihr werdet das genauer in dem Interview erfahren, was ich mit der Band gemacht habe. Hier für euch die Jungs von Blackbird. We'll be right back.
I did surrender. Although my world has changed with just one lie. Come on. Ich möchte an meiner Seite hier den Oliver Bick von den Blackbirds begrüßen. Hallo. Hallo. Die Menschen Hallo da draußen. An den Apparaten zu Hause. Eine Frage. Ich meine, seit dem 13. März ist alles hier runtergefahren und so, Kultur an die Wand gefahren. Und das ist ja gerade für Musiker wie dich, weil du lebst von der Musik, ne? Ja, richtig. Also zumindest bis Corona. Bis Corona, so. Genau. Bis Corona habe ich davon eine gelesen. Katastrophe. Und wie geht's dir dabei? Also es ist wirklich eine tierische Katastrophe, aber das, was man am meisten daran vermisst, ist nicht unbedingt die Kohle, sondern wirklich das Live-Spielen vor Publikum. Das habe ich ganz besonders gemerkt. Wir haben zwischendurch mal einen Stream gehabt vor 50 Leuten und das war mal wieder richtig eine Wohltat für die Seele. Yeah. Cross that bridge, and I feel all my worries are gone. Leaving my home to another one. When you turn on the light, leading my way, admire the view and the need to stay. Silently sigh, 'cause I'm coming home.
spielst in einer der berühmtesten Beatles-Tribute-Bands, die Beatles-Revival-Band. Wer bist du da von den genau. Beatles? Das war übrigens die erste. Das ist die erste, gell? Also ich bin Paul McCartney. Paul, willkommen hier in der Musikhalle Fortstraße. Naja. Nee, ich meine, kann man da rumswitchen, wenn man zum Beispiel jetzt, weil das kenne ich ja von, das ist ja das Problem von einigen Bands, die sehr viel covern und dann doch eigene Sachen machen, scheint das so ein bisschen durch, dann in der eigenen Komposition oder bist du da sehr authentisch eigen, Olli? Ich sag mal so, dass wenn man eigene Songs macht, da sind immer die verschiedenen Einflüsse drin, der Sachen, die man selber gut findet oder mit denen man musikalisch groß geworden ist. Ich bin musikalisch mit den Beatles groß geworden, das war die erste Band, die ich wirklich ekstatisch gehört haben. Echt, du kennst jede Note? Jede Note, jeden Song. Ich bin ja auch der Diskograf bei uns in der Band. Ah, okay. Immer wenn jemand weiß, auf was für ein Album, welches Jahr, dann ist, muss ich sagen. Diskograf sowas ähnliches wie ein Navigator auf dem Schiff? Quasi, ja, weil sonst wird es manchmal echt peinlich auf der Bühne. Ne? Wenn jemand einen Song ansagt und sagt dann, jetzt wollte ich die Platte sagen und dann sage ich, help. 1965, 7. Juli, mein Gott. So weak, and yet you're oh so strong. Visible love, happy as the day is long. When no one is, then baby, I'll be there. Yet you don't speak, yet you don't know. The song is starting your memorabilia. Yet you don't talk, yet you don't go. I'm gonna go with you, my Amelia. Alles erfahren. Also ich meine, Blackbird, auf jeden Fall sollte man sich den Namen merken und natürlich auch Casual Friday. Diese beiden Bands haben echt krass gerockt auf der dritten Newcomer TV-Nacht für euch und ich hoffe, ihr hattet Spaß und geht auf die Konzerte dieser Band. Es fängt ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, langsam wieder an, dass es möglich ist, kleine Konzerte in kleinem Rahmen wieder zu genießen. Ansonsten macht es digital. Schaut euch diese Aufnahmen an und ja, vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss, sagt euch euer Seppel und der wunderbare Jochen von Newcomer TV.